Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Art von lustige Dinge Let's Play von Goat Simulator 3. Wir sind hier gerade schön am Chillen im Schatten und dieser Palme. Sehr gut, ich wollte nämlich hier kurz mich ein bisschen durchbacken. Durchbacken. Nein, nicht drüber. Wie eine Wurst. Chillig. Schade, es gibt keinen guten Blickwinkel. So, wir wollen eigentlich nach Norden gehen. Hallo Banane. Gut. Immerhin geht's mit Hüpfen manchmal raus. Oh nein, die Kiste. Wir gehen nach Norden. Wir haben dort ja noch die Brücke gehabt mit dem. Mit der großen Statue, genau. Müssen wir noch hin? Haben wir nicht ein schnelleres Auto? Nehmen wir einfach mal das. Ah. Falsche Taste. Wie schnell das einfach ausartet, wenn man die falsche Taste drückt. So, okay, es hat aber Nitro. Wunderbar. Ja. Genau. Ich habe heute echt ein bisschen Mühe gehabt mit dem Aufnehmen. Ich habe zweimal Minecraft aufnehmen wollen, also einmal Craft with the Exile 2, dann Hack and Slay Modification und einmal wollte ich noch etwas auf dem Server aufnehmen und beides war einfach nur... ja, ich konnte nicht so stören, also beim ersten hat es einfach einen Skill nicht ausgerüstet und beim zweiten war einfach irgendwas buggy. Und habe ich einfach nicht so gut steuern können. Und jetzt hier einfach noch mit diesem Tasten drücken, ist leider auch ein bisschen schief gelaufen. So, ich finde es ja cool, dass man unendlich Nitro hat, aber... Okay. Oh, schade, ich wurde hier auf den Schleim. Ja, cool. Das Auto hat einen kurzen Schleimbatzen bekommen. Ey, ich will mal hier rauf. Auf. Ja, genau. Geil. Spaß. Ich lasse mal langsam die Taste los und steige aus. Hier drüben haben wir sicher auch noch etwas. Jetzt mal einen Kollegen hier. Wie nennt man das? Erspringen. Ja, jetzt bist du auch eine Banane. Oh, geglitschte Banane. Wie viel passiert hier noch? Hat mir nicht so gut getan. Banane. Gut. Ich habe es zweien im Real Life gezeigt, das letzte Video, und die sind fast gestorben vor Witzigkeit von diesem Spiel. Sie kennen natürlich das Spiel auch nicht, oder? Also ich weiß jetzt nicht, wie viele, die schauen, haben das Spiel überhaupt, oder kennen sie es einfach von anderen Videos oder sonst irgendwas, und wie viele kennen es noch nicht? Darf ich wieder hier hochkommen? Ja, gehen wir mal seitwärts die Klippe hoch. Wunderbar. Ja. Was hast du davon? Jetzt hast du den Kopf, den du nicht hast, angeknackst. Geil. Haben wir hier irgendwas? Da unten. Das ist merkwürdig. Das hat doch irgendwas hier. Vielleicht ganz weit oben. Ich sehe jetzt gerade nichts. Aber wieso ist hier... Wieso ist hier so random ein Trampolin? So gibt's das eine Schlange, die... Es gibt auch Schildkröten, oder? Schildkröten gibt's und noch andere Tiere. Hat jemand Spaß gehabt bei diesen... So und... Klatsch! Direkt mal nicht. Und ja, schon oben geblieben, aber... So, wir brauchen ja noch diese Brücke und dann weiß ich nicht ganz genau,
was wir genau machen müssen, aber wir müssen auf der Statue irgendwas machen. Hallo? Nein! Nochmal, nochmal. Wenn ich doch die ganze Zeit R drücke, musst du nicht noch F drücken unten drunter. Ja, das geht wieder nicht. Es ist irgendwie verbuggt, dass er erkennt nicht immer, dass man hier grinden kann. Oder nur die andere Böcke geht zum Grinden. Schade. Ah, gut. Ist ein bisschen kompliziert. Also hier ist scheinbar nichts. Dort drüben dafür etwas. Ja, hier geht wieder grinden, aber hier, das ist da oben, oder? Jetzt? Ja, also. Meine Güte, Spiel. Ist einfach so mega unfertig. Da unten hat sicher etwas. So, hier ist ein Aussichtsplattform. Okay, ist nicht gerade so eine Aussichtsplattform. Wieso ist hier nichts? So, nein, bleib doch oben. Ja, da halt hier unten. Wie geil. Also hier waren wir ja schon bei Merlin. Genau, wir müssen dieses Teil machen. Deshalb wollte ich hier hin. Dann machen wir das kurz. Das ist ja ziemlich leicht scheinbar. Wenn man es halt einfach steuern kann. Also die Steuerung in dem Spiel müsst ihr halt schon sehr lange üben. Aber wenn ihr da, ja, weiß nicht wie viel, 3-4 Stunden spielt und immer alles ausprobiert gleichzeitig, dann könnt ihr das auch dann steuern. Also auf dem Gamepad ist es leicht. Da mag ich auch die Kamera überhaupt nicht und deshalb spiele ich auch nicht mit Gamepad. Hahaha. Also wer da nicht drauf kommt, dass man anfängt, sich in einen Fisch verwandeln kann. Ja, der ist gerade so ein bisschen am Struggeln hier. Ja, also ich brauche einfach noch andere Sachen. Wir müssen halt ein bisschen suchen. Aber damit wir nicht dann ständig suchen müssen, oder? Wenn wir dann fertig sind mit dem Game, mit den Missionen. Machen wir das jetzt schon ein bisschen. Einfach nicht gerade so lang. Ich will euch nicht langweilen. Ja, nicht. Dann auch sagen, wenn ich irgendwas nicht machen soll oder so. So, also hier ist Strom. Ich glaube, ich muss oben anfangen oder so. Also beim Spielen ist es meistens halt so, dass man spielt und erst später dann merkt, okay, das war ein bisschen zu langweilig. Kann man hier auch irgendwie raufgrinden, weil das ist ein bisschen schwer. Also es ist ziemlich gut zu stören mit dem Fisch. Ich würde das gerne mit dem Fisch machen. Nein, so nicht. Nochmals. Ist ein bisschen schwer mit dem Strom. Ach komm! Muss doch nicht sein. Also doch nicht mit dem Fisch. Also bin ich jetzt hier in der Wand? Hä, kann man hier durchschwimmen? Ne, ich bin einfach reingeflutscht. Okay. Also wie machen wir das? Machen wir einfach wieder mit der Ziege. Die hat die beste Steuerung. Weil sie einfach am meisten getestet wurde scheinbar. Ja, da geht's so. Wir müssen hier runter, glaube ich. Komm, wir schauen uns zuerst mal um. So, nochmals. Also wir müssen dort hoch. Ich denke, wir müssen nicht die Leiter benutzen, aber das Trampolin. Das Verdeck hier. Ja, aber besser. So. Okay, einen Strom habe ich, aber habe ich genug Elektra? Jetzt habe ich Elektra. Und dann müssen wir einfach eher irgendwie, ja. Okay, aber schnell. Hopp. Nicht so blöd herumtun. So, und jetzt müssen wir nochmal Strom holen. Komm schon. Jetzt. Und dann einfach... Nein, Mann! Du blöde Ziege, musst nicht abprallen. Wieso prallen die Dinger manchmal ab? So. Und jetzt? Also... Was hat der Entwickler eigentlich gedacht, so eine Physik zu machen, dass man überall abprallt? So, und jetzt hoch.
So. Was muss man hier noch machen? Nein, es ist zu spät. Sie sind ausgegangen. Wie schwer ist das hier? Das andere war mega einfach. Also, komm. Aha, man kommt genug weit. Okay. Ja, dann machen wir das so. Wieso schwer machen, wenn es auch leicht geht, oder? Nein, ich habe keinen Strom mehr. So, und jetzt ist doch alles... Ja, so. Beim zweiten Mal geht es einfach schon viel besser. Eieiei. Und dann brauchen wir nur noch das ganz am Anfang. Das machen wir dann im nächsten Part wahrscheinlich. Weißt du, ja, es wird wahrscheinlich gehen. Wir haben noch nicht so lange. Aber jetzt muss ich da noch kurz unter der Brücke schauen. Auf der anderen Seite. Dort irgendwas ist. Diese Goat-Statue habe ich doch gesammelt hier, oder? Habe ich die gesammelt? Aber habe ich sie gesammelt? Ich sehe sie nicht mehr. Gut. Abschleppen. Ach, bitte nicht schon wieder Öl und nicht so Hexe sperren. Also hier zuerst. Oh Gott. Oh, geil. Es ist wirklich hier nichts. Sieht nur so. Schon wieder verglitscht. Okay. Lieber. Ist doch ein bisschen langsam. Das geht doch nicht. Schade, dass der Hai auch ein bisschen langsamer ist. Deshalb schön Bischmi-Koffer nutzen. So. Ah, das sind einfach meine Kollegen, aber hier ist nichts. So, Kollegen kann man auch ein bisschen mobben. Gut. Also hier oben ist auch nichts scheinbar. Ist langweilig, liebe Spielentwickler. Mach doch mal ein bisschen mehr Features ein. Was haben sie jetzt gebracht? Ungefähr zwei DLCs, wo einfach ein paar Klamotten waren. Und halt das Osterei suchen noch. Also das gehört wahrscheinlich zu den zwei, drei DLCs. Aber sonst haben sie nichts gebracht. Also so Content, Bugfixing oder so. Wo halt wirklich Bugs nur die nicht witzig sind und so. Wo schlimm sind. Wo die Physik-Engine ein bisschen updaten, weil die so schlimm ist. Nee, haben sie nicht gemacht. Schade. Ja. Alle Entwickler haben. Na, ihr Fische? Alles Fische. Ui, da ist etwas. Aha, Konfettikanone, glaube ich. Aber Fashioniste. Aha, okay, es ist nicht Konfetti. Das ist... Hä? Also, wir müssen uns in eine Giraffe verwandeln. Ich treffe dich, du blöder, backige Mensch. Okay, die Klamotten wechseln damit. Ah, genau das war's. Ja gut, dann müssen wir halt das Ziege. Du hast also wirklich hässlich. Ja, sehr schön. Du auch. Hallo. Aua, Mensch. Oh, du hast einen Rucksack bekommen. Und eine... Okay. Hey, geil. Geht. Nein, ich bin nicht underrated. Niemals. Okay, haben wir sonst nichts mehr? Direkt zu sehen nicht. Aber es kann irgendwas was hier zum Beispiel unten drunter sein. Ein Mösok. Ganz unten war ich schon. Da habe ich auch lange gebraucht, weil es irgendwie nicht funktioniert hat. Man muss ein Emote einsetzen. Und das Emote funktionierte irgendwie nicht. Dann bin ich ein bisschen zurück aus Versehen. Also ich wollte nicht zurückgehen, aber dann ging es. Also man darf da nicht zu nahe dran stehen. 2 von 5. Und wo sind die anderen Goat-Statuen? Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das war, aber es war, glaube ich, vorne.
Man muss den Gott preisen, glaube ich. Man muss ja nicht beten, aber irgendwie sitzen oder Knie, also den verbeugen. Denke ich mal. So. Nein, nicht dein Ernst. Es ist etwas anderes. Oh Gott. Fall nur nicht runter. Cheater. Was muss man denn machen, Spiel? Erklär es doch. Zieh. Was ziehen? Da an den Haken? Was muss man ziehen? Sag doch das bitte. Liebe Spielen. Nicht immer raten lassen. Quests. Zieh. Okay, es ist da oben. Irgendwas muss ich ziehen, aber was? Ich möchte irgendwie kurz an den Haken gehen hier. Ich dachte, hier vorne wäre etwas zu machen. Da ist eine Goldstatue. Ich sehe eine. Okay, die ist so unscharf. Ja, Mann, ich muss schlecken, glaube ich. Ach, schade. Ich gehe einfach mit dem Fisch wieder hoch. Ich glaube, man muss irgendwie dran schlecken und das ist halt ziemlich schwer, wenn die Steuerung jetzt nicht gerade das macht, was man will. Oh Gott. Oh ja, 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 Schatz. Ja, ja, ja. Das ist sogar mit dem Fisch schwer. Hey. Ah, manchmal nervst du das Spiel. Gut. Fürs lustiges Zeug haben muss man halt auch manchmal leiden. So, irgendwie habe ich es geschafft. Mit dem Bissen. Bösen Sachen dazu. Also, ich muss irgendwas ziehen. Und ich sehe, ist wirklich die Angel. Da oben kann man ja sonst nichts machen. Oder man muss dort irgendwie drehen. Das geht wahrscheinlich auch. Ah, damit es runter geht, muss man hier drehen. Das wusste ich gar nicht. Also. Genau, ja, und dann kommt der Leuchtturm. Lol, es kann so easy sein, aber man versteht es ja nicht direkt. Ja, habe ich natürlich schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe es nur einmal gemacht und das war halt im Livestream und habe es nicht so gemerkt. So, und grinden. Grinden. Ich wollte aber grinden. Das Spiel wollte es nicht. Ich habe genau gedrückt. Ah, heute bugge ich einfach irgendwo überall durch. Ja, da merkt man mal, wie schnell das Game entwickelt wurde. Niemand hat sich Mühe gemacht. Also das Spiel wäre vielleicht sogar noch viel, viel lustiger, wenn es halt, ja, schon Bugs gibt, aber halt das meiste irgendwie so wirklich fertig entwickelt werden wäre, oder? Dass man einfach nicht gerade so viele Probleme hat, dass die Map auch ein bisschen interessanter gebaut ist, dass man nicht immer hoch muss und ständig irgendwo rein muss und irgendwas finden muss, ständig. So, eine Goldstatue. Die ist auch mit hochgekommen, die war einfach im Wasser und hat so ein bisschen zu weit oben geschwebt. Okay. Und rein kann man nicht. Ah, hier gibt es sogar noch eine Leiter. Aber es war nichts da oben, oder? Kann man nichts machen hier? Scheinbar nicht. Es ist nur für die Goldstatue. Okay, haben wir irgendwo ein Boot, irgendwas? Dort muss doch auch etwas sein. Wie? Ja, ich habe die Flosse nicht mehr. Nein, Flosse. Rücken. Flosse. Kann ich jetzt auch wieder hier rein, raus aus dem Stein? Jetzt. So. Ja, immerhin gehen wir so nicht runter, aber schneller sind wir im Wasser leider nicht. Ist nur fürs Land geeignet. Ich glaube, hier waren wir aber auch kurz mal. Das ist einfach nichts. Man denkt, es ist etwas.
Vielleicht eine Goldstatue gewesen. Also die zwei anderen Goldstatuen, ja, kann ich jetzt aber nicht gerade holen. Die müssen wir später holen. Am Hafen haben wir eigentlich alles auch schon. Ah ja, wir haben ja den Ding, den Koffer. Ich glaube, wir kommen jetzt rein. Man muss echt schauen, dass ich das halt ein bisschen schneller machen kann, sonst reicht es nicht mehr. Und wenn wir nicht reinkommen, dann müssen wir das nächste Mal. Hier haben wir es geholt. Dann machen. Das ist ziemlich ein großes Level mit ja, so einem labyrinthartigen Ausstattung und da kann es schon ein bisschen länger gehen. Aber ich spiele auch wirklich viel schneller als damals im Livestream. Hatte ich ja wegen ja, das Spiel noch nicht so gekannt. Aber ein bisschen mehr Lust, alles anzuschauen. Und jetzt. Ja, denke ich mal. Also ich kenne auf das Spielprinzip mehr. Ich weiß ungefähr, ja, es kann nicht überall alles sein. Es, ja, man hat es irgendwie alles gesehen. Dann wenn halt. Ja, man sucht nicht übermäßig lange dran. So, jetzt muss ich irgendwie noch mähen. Oder tanzen. Verbeugen. Besorge einen Arbeiter, um Container hochzuheben. Okay, das können wir noch machen. Okay, irgendwie komme ich immer noch nicht rein. Ist es überhaupt hier? Sieht so aus. Ja, ja, es ist hier, aber ich weiß nicht mehr, wie man reinkommt. Also, wo ist Körper? Da habe ich noch irgendwas. Also, mir fehlt scheinbar ein Item, dass ich hier reinkomme. Irgendwas Edles. Okay. Vielleicht noch gute Schuhe, aber nicht Turnschuhe. Oxfords. So, Fell muss ich nicht haben. Der Koffer, ist es die Brieftasche? Ich weiß es. Hm. Oh Gott. Ich backe einfach irgendwie rein. Weil es, wenn wirklich ein Hinweis wäre, was man machen müsste. Vielleicht muss man einfach weiter wegstehen. Das Spiel ist so merkwürdig. Was macht ihr zwei Vollpfosten jetzt da? Also irgendwie geht es immer noch nicht, schade. Ich backe die so durcheinander. Gib mir das. Das ist so richtig creepy. Wieso bin ich jetzt voller Öl, wenn ich nicht angekommen bin? Hm. So, jetzt muss ich nur das finden. Ah, da. Besorge Arbeit, okay. Das heißt also, ich muss arbeiten. Da drin. Oder genau, nur ab. Also, nicht gerade so. Richtige Sicherheits. Also, bitte mit Sicherheitsweste an. Sondern einfach irgendwelche anderen Arbeiter, genau. Oh. Was ist so Straßen? Ich nehme einfach nur eine normale Person. Aha. Du da. Genau du. Du bist sowas von ein Tourist. Wenn du Tourist bist, musst du leider arbeiten. Definitiv. Gehen nicht. Okay, Tourist ist erledigt. Hallo. Ach,
Also, du bist doch ein Arbeiter. So. Ja, du bist Arbeiter. Und du, hey, du auch. Du bist definitiv ein Arbeiter. Geil. Gewehre rumlaufen können. Was ist hier drunter? Oh. Merkwürdig. Wir haben einen Stern erschaffen. Unterdruck, was hochfliegt, kommt nicht mehr runter. Du kommst runter. Oh Gott, ich hatte Glück. Vorsicht, Schild. Vorsicht, Ziege. Boah. Hui. Hoppla. Bist du ein Sims? Du sprichst ziemlich. So. Jo, jetzt haben wir gerade keine Quest aktiv. Oh, knock. Also wir müssen mindestens noch in einen Klamottenladen oder so gehen. LOL. Pack ich mich wieder hier raus. LOL. Ich komme nicht mehr raus. Jetzt muss die Giraffe wieder helfen. LOL. LOL. Aua! Was ist? Oh! Eine Megatonne! Oh! So, da haben wir einen Screenshot. Ich habe zwar schon einen gemacht, aber nur von diesem Schwimmbad im Piratenparadies. Das ist noch lange. Gut. 18. So. Ja, genau. Gehkopf. Oh, geil. Ey, wer wirft hier mit Stein? Oh. Uiuiuiui. Oh ja. Oh, oh. Hoppla. Ey. Oh, Knacks. Voll im Baum. So. Also weg mit euch. Ich sag gemein. Tiefschwer gemein. Sieht man nicht so gut. Das sieht man gar nicht. Ich habe ein bisschen ein Problem. Ja, es ist ein bisschen dunkel, aber das ist das beste Bild. Gut, 18,1 Grad. Oder so. Das ist doch das beste Bild. Gut. Gut. 18,2. Mehr, besser geht's nicht. Also. Das ist jetzt mal der heftigste Bug, den ich ausgelöst habe. Das ist so geil. Mann, die Tür rostet aus. Diese Drehtür. What the fuck? Es passiert auch immer wieder. Und alle sind wütend auf mich, weil ich so viel Druck mache. Das ist eine Schlange, jetzt ist ein Herz. Das ist doch keine Giraffe. Das kann man nicht als Giraffe erkennen, nur das Muster. Was ist das?
Oh, mit mehreren Spielern dann hier reinglitschen oder so, dann wird sicher etwas Tolles passieren. Ah, oh, das müssen wir unbedingt mal machen. Also alle, die Goat Simulator 3 haben, bitte mal in die Kommentare schreiben. Ich muss ein paar Leute einladen und die anderen gehen auch rein. Die werden reingeschlagen. Gut. Ja, beenden wir den Part. Danke sehr fürs Zusehen. Ja, die geht auf. Okay, kopflos. Alles los und so. Tschüss, die Grafe sagt gute Nacht. Am Tag wahrscheinlich oder morgen. Jo, tschüss zusammen.